So, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gaming-Video auf diesem Kanal. Es ist viel Zeit vergangen, es ist zumindest in meinem Leben sehr viel passiert und ihr habt davon wenig mitbekommen, weil ich das Streaming und Zocken an sich seit, ich glaube, Anfang März so erstmal komplett niedergelegt habe und auch seitdem nicht mehr auf der Welt war. Ich stand nicht mehr AFK, nix mehr. Und jetzt so vor, lass mich nicht lügen, 2 Monaten oder so, habe ich mit meinen Freunden angefangen, Minecraft-Projekt zu spielen und habe wieder gelernt, wie geil es ist, Minecraft zu spielen und warum ich dieses Projekt überhaupt damals gemacht habe. Und dachte mir, okay, restarten wir das Ganze. Und jetzt im Winter habe ich eh zu viel Zeit und dann streame ich wieder und dann zocken wir wieder und haben wieder Spaß. Aber mit ein paar wirklich wesentlichen Änderungen ab jetzt. Egal, ob das das Projekt oder den Channel angeht. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel, also was heißt sehr viel, ich habe immer mal wieder über das Projekt nachgedacht und dachte mir, dass ich habe Minecraft auf einer völlig falschen Ebene gespielt, wenn man überlegt, was ich für ein Ziel hatte. Das Ziel war schon immer der Ember Palace und es bleibt auch der Ember Palace, definitiv. Aber wir müssen einiges besprechen, einiges aufholen. Ich möchte einiges, ja, auch erklären. Und dann werden die Videos, die da drauf kommen, auf jeden Fall, ich glaube, umso besser. Gehen wir mal in Minecraft. Ich habe jetzt hier noch die 1.18.1, wie ihr seht. Also ich bin noch auf einer alten Spielversion, in Anführungszeichen. Ich habe jetzt die 1.19 auch schon gespielt, aber halt nicht auf der Welt. Wie ihr seht, sind wir auch jetzt mit Facecam am Start. Also es wird jetzt auch immer Facecam geben. Ihr habt jetzt in den letzten 2 Wochen Content gesehen, das habe ich ja auch so in den Videos gesagt, die wirklich vor 1,5 Jahren produziert worden sind. Die sind teilweise im Dezember 2021 aufgenommen. Das ist jetzt ein Jahr her. Und da war natürlich vieles anders. Ich habe mich, egal ob im Streaming und oder auch in Videos, eigentlich weiterentwickelt, was ich euch aber nicht zeigen konnte, denn ich habe damals viel zu viel gestreamt und hatte gar keine Zeit, diesen ganzen Content in Videos zu verarbeiten. Bedeutet, ich habe sehr viel gezockt, aber wenig geschnitten, wenig für YouTube hochgeladen. Und daher kam ein extremer Überschuss zusammen. Und dann war es wirklich teilweise so, dass ich 3 Monate auf Twitch vor YouTube war. Also wir waren auf YouTube 3 Monate zurück von Bauprojekten und von allem her. Jetzt müssen wir prinzipiell noch in der 1.18 erstmal aufholen, was habe ich überhaupt in diesen 3 Monaten noch gemacht? Was ist dazu gekommen? Was ist das, was ihr auf YouTube jetzt nicht gesehen habt? Und das ist das hier. Es sieht nach mehr aus, als es ist, okay? Es sieht wirklich groß aus. Ich habe es mir gerade selber zum ersten Mal seit langem wieder angeguckt. Und ja, es ist größer, als man denkt. Sieht nach mehr aus, als man denkt. Prinzipiell ist das hier eine Pilzblockfarm, wo einfach nur hier an dem Standort, wartet mal, hier wird Knochenmehl produziert. Dieses Knochenmehl wird weitergeleitet zu dieser Farm hier. Hier unten kann man dann Pilze hochzüchten, indem man diese Glocke hier aktiviert und dann kann man hier Pilze setzen. Die gehen hoch und die Pilzblöcke werden dann hier oben teilweise weggesprengt, um die Farm wieder zu refillen und teilweise abtransportiert und dann hier über ein Kolbensystem weggebracht und hier zu einem riesigen Stapel zusammengefaltet. Und der Plan war, dass ich dann diesen Stapel abbaue und halt ganz viele Pilzblöcke habe, die ich halt für den Ember Palace brauche. Fragt mich nicht, und das ist auch dann der erste Punkt, zu dem ich gleich noch kommen werde, fragt mich nicht, was ich hier noch drumherum gebaut habe. Ich verstehe es auch nicht. Das ist hier alles verschönert. Das Design hat nichts mit der Redstone-Konstruktion zu tun, sondern ist einfach nur, damit es relativ gut aussieht. So, obwohl es ja eigentlich eine Außenbase ist. Es ist ja nichts, was ich regelmäßig sehe oder so. Was ich ja sehr oft sehr gerne so gemacht habe. Was sich aber zukünftig ändern wird. So, dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Level plus gemacht. Diese 4698 Level. Ich glaube, da sind noch ein paar dazugekommen. Aber viel mehr habe ich in diesen 3 Monaten oder 2 Monate oder was das war, gar nicht gemacht, weil ich mich halt super lange an diesem ganzen Bauscheiß aufgehalten habe. Boah, das macht mich so aggressiv, wenn ich darüber nachdenke. Ich weiß wirklich nicht, aus heutiger Perspektive weiß ich nicht, wie ich so lange an diesen Farmen verbringen konnte und so lange vor allem an dem Schönheitsideal, denn das Schönheitsideal ist bei Farmen eigentlich voll egal. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts vergessen, was wir irgendwie im Projekt noch gemacht haben. Ich weiß, es ist ein super Zeitsprung und es ist super blöd, aber damals oder, oh, aber zum damaligen Zeitpunkt hat mir das Projekt aber einfach keinen Spaß mehr gemacht und dann wollte ich nicht auf Krampf irgendwelche Videos weiter produzieren oder. Ich habe ja gerade auch erzählt, ich bin
weiterhin auf der 1.18.1. Was nicht richtig ist, denn es gibt jetzt schon die 1.19.3, glaube ich. Bedeutet, auch da müssen wir heute noch oder im nächsten Video was ändern. Das Konzept, Farm zu bauen, diese zu verschönern und danach die nächste Farm zu bauen, um irgendwie den Stuff für einen Emmerpilis zusammenzubekommen, werde ich so nicht mehr fahren, weil es gesamt keinen Sinn macht und keinen Sinn jemals gemacht hat. Wenn man überlegt, dass ich ein bauliches Ziel habe und ich durchgehend Farm baue, so um irgendwann den ganzen Stuff zu haben, so dann macht es doch viel mehr Sinn, den Stuff entweder per Hand zu farmen und oder die Farm in klein zu bauen, lange zu betreiben und währenddessen zu bauen, schon weiter zu bauen, voranzukommen. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich mir bei manchen Farmen und bei manchen Projekten damals gedacht habe. Wir haben diesen Emmerpilis-Platz hier. Hierfür habe ich, oder wir haben hier schon super viel vorbereitet. Wir haben eigentlich jede Grundlage. Wir haben mittlerweile in dem Projekt durch zahlreiche Farmen, durch wirklich zahlreiche Farmen, auch eigentlich unendlich Stuff und eigentlich ist es schon wie Game Mode, wie ich es immer haben wollte. Ich habe es noch nie eingesehen, dass es eigentlich schon wie Game Mode ist. Wir haben so viele Farmen für so viel jeglichen Stuff, wir haben so viel Stuff in so vielen zahlreichen Kisten auf dieser Welt verteilt, dass dieser Sinn von neue Farmen bauen gar nicht erfüllt ist, wenn es gar kein Stuff ist, den ich jetzt zwingend plötzlich irgendwie, warum auch immer, brauche. Sondern erstmal kann ich den Stuff, den ich bisher habe, und das ist, wie ihr wisst, nicht wenig. Wir haben von diesen Kisten hunderte Kombinationen auf der Welt stehen. Diesen Stuff kann ich erstmal verbauen. Diesen Stuff kann ich erstmal nehmen, hierher transportieren und hier verbauen. Wir haben hier Sandstein bis zum geht nicht mehr, was ja der Hauptteil am Emmerpilis ist. Wir haben Holz durch die Holzfarm bis zum geht nicht mehr. Wir haben drei Holzfarmen, die man nicht mehr benutzen kann, einfach weil es ein zu komplexes System dahinter ist, wo ich hätte einfach eine Baumfarm bauen können und ich dann genug Stuff gehabt hätte, hätte ich sie aktiv betrieben seitdem her. So ist es aber nicht gelaufen. Leider. Und genau dieses Konzept möchte ich ab heute, ab diesem Moment ändern. Ich möchte mich jetzt zu 100% aufs Bauen fokussieren. Wenn ich eine Farm baue, dann baue ich sie auch gerne mal groß, aber nicht mehr so komplex, dass sie Minecraft sprengen, sondern halt einfach ganz normale Farming-Systeme. Ich möchte mich zu 90% darauf fokussieren, mich hier hinzustellen und hier den Emmerpilis zu bauen, meine Bauprojekte zu verwirklichen und weiterzukommen. Natürlich wird es Momente geben, wo mir Stuff ausgeht, wo wir eine Farm bauen müssen, wo ich farmen muss, um den Stuff zu haben, das ist gar keine Frage. Aber nicht mehr in diesen überdimensionalen Maßen, nicht mehr in diesem, boah, ich muss die Farm jetzt unbedingt schön bauen, damit meine Welt schön ist, oder was weiß ich für ein Quatsch, sondern nur noch mit dem Sinn, okay, wir bauen die Farm, wir bauen sie da, wo es geht, da, wo es passt, da, wo es funktioniert, und der Rest ist mir Jacke, Hose egal, solange die Farm funktioniert. Und anders möchte ich es nicht mehr handhaben. Nie wieder, weil nur so kommen wir voran, nur so kann ich Bauprojekte verwirklichen, nur so habe ich Spaß an dem Projekt. Nebenher war es damals so, dass die ganzen Bauprojekte auch sehr viel Zeit für Videos gekostet haben. Ihr wisst, ich habe damals Timelapses gemacht, die Timelapses waren noch sehr geil, da kann ich mich gar nicht drüber beschweren, aber der Schnitt mit den Timelapses hat mich halt eine Woche gekostet. Wirklich eine komplette Woche, in der ich an einem Video sitze, wo ich mich um ein Video kümmere, einfach weil es halt wirklich, wirklich unfassbar aufwendig war. Und genau deswegen kam ja auch nur ein Video, ich glaube erst jede Woche und dann alle zwei Wochen, weil es anders zeitlich einfach nicht umsetzbar war. Und genau das, vielleicht jetzt zu eurer Traurigkeit, möchte ich verändern. Timelapses sind geil, Videoqualität ist geil, definitiv, aber nicht, wenn es mir den Spaß am Projekt versaut. Ich möchte zocken, ich möchte Fortschritt machen, ich möchte weiterkommen. Und das schaffe ich nicht, wenn ich von, keine Ahnung, 25 Stunden, die ich in der Woche zum Beispiel Zeit habe, 10 in ein Video stecke und 15 ins Zocken, sondern dann möchte ich die Verteilung so haben, dass ich 4 ins Video stecke und den Rest ins Zocken, im besten Fall. Der Videostil wird sich etwas verändern, denn wir werden aufhören mit den Timelapses und ihr werdet jetzt immer Bauupdates entweder mit einer Timelapse aus meiner Perspektive bekommen und oder mit einer minimalen Timelapse, aber mit nichts mehr großem, nichts mehr, wo ihr den gesamten Bauprozess seht oder whatever. Und mit Erklärungen meinerseits, mit vielleicht Stream-Highlights, denn ich werde auch wieder anfangen zu streamen, mit coolen Gesprächen, coolen Talks, mehr personenbezogen, denke ich einfach mal, so würde ich es benennen. Und weg von den Timelapses, weg von diesem höllischen Aufwand, der dahinter steckt. Dafür aber halt auch regelmäßigere Videos und vor allem für mich das Wichtigste, für mich persönlich mehr Spaß. Dann kommt dazu, ich habe die letzten, oh, lass mich nicht lügen, seitdem ich aufgehört habe,
auf dem Videos, auf dem Channel Videos zu produzieren und zu livestreamen, habe ich das Real-Life-Leben ein bisschen für mich entdeckt. Das habt ihr in den letzten Videos schon mitbekommen. Ich habe jetzt auch einen Motorrad-Channel, wo ich Motorrad-Videos produziere. Und da ist momentan Season-Ende. Im Winter kann man kein Motorrad fahren, ist logisch. Bedeutet, ihr habt super viel Zeit und ich zock super viel und ich bin super viel am PC. Bedeutet natürlich auch für euch, dass die Aktivität in dem Projekt höher sein wird, dass ich mehr machen werde. Und ich denke mal, das wird auch bis bestimmt Anfang März noch so bleiben. Aber spätestens Anfang März wird sich da auch wieder ein bisschen was ändern, denn ich werde dieses Projekt ab Anfang März nicht mehr aktiv und oder vielleicht gar nicht mehr machen können, wenn dann mal ein Video immer mal wieder, wenn ich Zeit habe. Aber so richtig aktiv werde ich es ab da nicht mehr spielen. Einfach, weil ich das Leben lebe, weil ich das Leben genieße. Und ich denke mal, es wird dann in einen Rhythmus abdriften, wo ich von März bis so circa November sehr viel vom Motorrad-Channel mache, sehr viel da aktiv bin und danach wieder dieses Projekt reaktiviere und im Winter im Prinzip dieses Projekt weiterspiele. Wenn nicht sogar vielleicht im Sommer auch mal ein Video, ich kann es euch noch nicht sagen, das werden wir alles erst mit der Zeit, mit dem jetzigen Fortlauf des Projektes sehen und verstehen. Mit der Versionsänderung, die ja jetzt noch dazu kommt, da wir jetzt noch auf der 1.18.1 sind, muss ich jetzt auch auf die 1.19.3 updaten. Die gesamte Welt muss geupdatet werden, die Mods müssen geupdatet werden. Danach will ich wieder aktiv anfangen zu streamen. Wir haben einen riesigen Zeitunterschied von letzten Video zu diesem Video. Und dazu habe ich mich charakterlich wahrscheinlich auch ein bisschen, naja, wie kann man sagen, weiterentwickelt, verändert, was weiß ich. Und das gesamte Konzept dieses Projektes hat sich verändert und angepasst. Und das alles von jetzt auf gleich. Und genau deswegen möchte ich eine weitere größere Änderung machen, die jetzt auch der letzte Punkt ist. Denn das sind mir zu viele Änderungen, um es bei diesem Projekt zu belassen. Prinzipiell habe ich mir in den, boah, was sind das, 240 Folgen, glaube ich, wir sind jetzt Folge 240, sehr viel aufgebaut. Ich habe sehr viel an meinem Videokonzept, an dem Projektkonzept gespielt, sehr viel verändert, sehr viel gelernt. Ich habe mich weiterentwickelt, habe mich in Videoform weiterentwickelt. Ich meine, wenn ihr euch Folge 1 anguckt und dann Folge 239 werdet ihr einen dramatischen Unterschied bemerken und wenn ihr euch jetzt noch die Folge anguckt, werdet ihr nochmal einen dramatischen Unterschied bemerken. Einfach weil Menschen sich weiterentwickeln in den Tätigkeiten, die sie tun. So, und wenn nicht, machen sie es falsch, finde ich. Genau diese Weiterentwicklung möchte ich gar nicht hier unterbrechen, sondern eher weiterführen, aber in einem neuen Abteil. Wir haben in dieser Staffel des Projektes sehr viel geschafft. Wir haben uns ein nahezu Game-Mode-artiges Game aufgebaut. Wir haben uns nahezu so weit in Minecraft vorangeschritten, dass wir keine Herausforderungen mehr in diesem Game haben. Keine mehr, außer unsere eigene Kreativität. Genau deswegen möchte ich ab hier einen Punkt setzen, wo ich sage, okay, das war Staffel 1 vom Minecraft-Let's Play auf meinem Kanal. Das war Staffel 1, in der wir super viel geschafft haben. Das war Staffel 1, wo es um Farmbau Stuff heranbekommen, Fortschritt und Co. ging, wo es darum ging, dass wir einfach super viel Stuff haben, mit dem wir bauen und arbeiten können. Aber das war auch Staffel 1, die teilweise zu sehr abgedriftet ist, die teilweise Probleme hatte wie monatelange zurückschreitende Videos, die Probleme hatte wie Farmen, die einfach irgendwann langweilig geworden sind, auch für euch als Zuschauer, genauso für mich als Typ, der die gebaut hat. Einfach, weil es zu groß ist, zu viel war. Und genau diese ganzen Sachen möchte ich ändern in Staffel 2. Staffel 2 des Projektes wird im nächsten Video beginnen. Wir werden in Staffel 2 uns darum kümmern, die Welt von der 1.18 auf die 1.19 abzudaten. In Staffel 2 wird das Hauptaugenmerk, das absolute Hauptaugenmerk darauf sein, zu bauen, voranzukommen, das Projekt baulich und kreativ auszuleben, so wie man es in Minecraft machen sollte. Und es wird darum gehen, den Stuff, den wir mittlerweile haben, zu verbrauchen, aufzubrauchen, zu sortieren, an einen Ort zu bringen. Es wird darum gehen, die Projekte, die ich so lange anstrebe, zu verwirklichen. Und darum geht es mir nicht, oder dabei geht es mir nicht um Farming-Projekte wie dieses hier, sondern es geht mir um wirkliche Bauprojekte wie den Emmerpolis, das riesige Lagersystem und oder die Skyline, was immer noch in meinem Herzen einen großen Bestandteil hat und ein Projekt ist, was ich auf jeden Fall umsetzen will und werde. Und genau das wird in Staffel 2 Hauptaugenmerk sein. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, wird es dazu kommen, dass wir mal eine Farm bauen müssen. Wir werden mal farmen müssen. Wir werden natürlich Stuff mal ranholen müssen, weil er einfach leer ist oder weil wir ihn noch gar nicht haben.
Das wird passieren und da sage ich auch gar nichts gegen, aber in kleiner Form, mit kleinen Lagersystemen, mit keiner Schönheit, sondern Hauptsache die Farm steht und mit dem Hauptaugenmerk direkt danach, sobald man ein bisschen Stuff hat, weiterzubauen, voranzukommen, mehr zu machen. Und was mir auch ganz doll auf den Sack geht, wenn ich es gerade sehe, diese 4698 Level, ich weiß, Ziel war 10.000 Level, wir werden aber das Ziel der 10.000 Level ab jetzt hier abschließen. Ich werde diese 4698 Level nutzen, Sachen enchanten, mich OP equippen, also noch OP, als ich jetzt ohnehin schon bin. Und diese 4698 Level sollen kein Augenmerk mehr sein, dafür, dass ich krass bin oder was weiß ich, oder für einen weirden Flex oder was weiß ich, sondern die Level sollen genutzt werden für Stuff und den Stuff will ich nutzen, um unfassbare Dinge zu erschaffen, zu bauen, zu kreieren und das soll dann der weirde Flex sein in diesem Projekt. Oh, verdammt, Digga. Vor allem jetzt, Update von 1.18 auf 1.19.3 könnte schwierig werden. Ich kann euch nicht versprechen oder euch nicht sagen, welche Farmen danach noch laufen, eben weil wir sie so komplex gebaut haben. Hätte ich sie nie so komplex gebaut, hätten wir diese Probleme gar nicht. Bedeutet, in Staffel 2, Folge 1, bedeutet im nächsten Video für euch, werde ich auch direkt mal gucken, welche Farmen noch laufen, welche nicht laufen. Und eventuell werde ich dann irgendwann im Laufe Staffel 2 nochmal mich an die Farmen setzen und die reparieren, aber runterdrücken auf ein Minimum von dem, was sie jetzt sind. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, euch gefällt es, dass jetzt wieder aktiv Gaming-Uploads kommen. Und schreibt auch gerne eure Meinung zu Staffel 2 in die Kommentare. Ihr könnt auch Fragen reinhauen zum Beispiel, dann beantworten wir die nochmal sehr gerne. Für alle, die jetzt vielleicht denken, ja, Staffel 2, ein neuer Abschnitt, ändert sich die Welt, ändert sich irgendwas? Nein, es ändert sich an der Welt. Nichts an der Welt. Die Welt bleibt, wie sie ist. Die Welt wird nur auf die 1.19.3 geupdatet. Und der Rest, all der Rest bleibt, wie er ist. Außer natürlich mein Denken über das Minecraft-Projekt. Die Videos, wie sie hier jetzt erscheinen, werden nicht mehr so kommen, wie sie jetzt immer erschienen sind mit Timelapses und Co. Und halt das Denken über das Bauen und über die Farm. Aber das sind alles für mich auch durch allein die Qualität, durch die Facecam. Allein durch meine persönliche Weiterentwicklung sind das alles Sachen, wo ich sage, okay, die gehören nicht mehr in das gleiche Projekt, wie wir vor 3 Jahren angefangen haben, sondern die gehören in eine neue Staffel, in einen neuen Abschnitt, in eine neue Ebene und das wird dann Staffel 2. Bis dahin, macht's gut.